und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich heiße Mario und in diesem Video möchte ich euch mal mitnehmen. Und zwar sind 3D-Drucker ja heutzutage gar nicht mehr auf unserer Gesellschaft wegzudenken. Okay, ganz so viele sind es jetzt doch nicht. 3D-Drucker gibt es schon ziemlich lange, aber sie sind sehr erschwinglich, sehr preiswert geworden und deswegen habe ich mir vor längerer Zeit auch schon einen geholt. Und mir ist aufgefallen, ich drucke sehr viel damit, sehr viel. Ich konstruiere sehr viele Teile, drucke sehr viel damit. Und ich möchte euch in Zukunft einfach mal ein bisschen mitnehmen und euch in einige Projekte, die ich so mache, einfach mal einweihen und zeigen, wie ich die drucke, was ich da mache. Und das können kleine Projekte sein, wie über irgendwelche Haken oder Ersatzteile für irgendwelche Geräte. Oder auch hin zu großen Projekten, wie zum Beispiel möchte ich mal zeigen, ich habe hier meine Makita Elektrowerkzeuge umgerüstet mit einem neuen Ladestecker. Das ist praktisch ein externer Balancer, weil normal haben die Makita Akku Balancer drin. Ich habe den extern gesetzt und habe mir dann ein Ladegerät gebaut und dementsprechend auch ein Gehäuse für konstruiert und gedruckt. Das ist zum Beispiel einer der Projekte. Das geht dann weiter. Dann habe ich ja nicht nur die Akkus, ich habe mir dann auch, sag ich mal, Elektrogeräte besorgt und da dann Adapter für gedruckt, dass ich die ganzen Makita Akkus dann problemlos hier benutzen kann. Sowas zum Beispiel. Oder jetzt haben wir mal, das Gerät ist jetzt auch mit dem Adapter, den ich dazu konstruiert habe, ist das mal von Aldi so ein Kompressor gewesen. Oder E-Bike. Ich habe mir E-Bike komplett zusammengebaut und habe jetzt hier ein Akkugehäuse für konstruiert. Auch das werde ich euch irgendwann mal zeigen. Auf jeden Fall, ich mache so viel mit dem 3D-Drucker, dass ich mir einfach denke, komm, da kannst du die Leute mal ein bisschen was von zeigen, da können sie von lernen, können sie sich angucken, wenn sie Spaß dran haben. Und in diesem Video soll es darum gehen, wir haben im Wohnzimmer mehrere Blisees, mit P geschrieben. Hat das Video schon mal hochgeladen, haben B überall reingesetzt, mein Sohn hat mich schon ausgelacht, egal. Blisees sind ja diese Fensterdinger, die man hoch und runter machen kann, ich werde es mal kurz einblenden. Und da haben wir im Wohnzimmer mehrere von hängen. Und die Kinder haben dann rumgespielt und haben sie auseinandergebrochen, unten die Halterung. Und dann verliert er die Spannung und das ganze Ding fällt runter, also ist unbenutzbar. Ich habe mir dann einen neuen Halter konstruiert und den gedruckt. Und wie ich das alles gemacht habe, werde ich euch in diesem Video zeigen und ich wünsche euch viel Spaß dabei. So, hier sehen wir einmal das Teil, was gebrochen ist. Das habe ich jetzt mal mit Blender nachkonstruiert. Und das Problem, was wahrscheinlich schon ersichtlich ist, diese Zacken, die in dem Teil drin sind, die sind sehr klein. Die wird mein Drucker wahrscheinlich nicht so drucken können, wie sie sein müssten, damit das einschnappt. Ich zeige euch das eben. Ich habe einmal das Fenster dazu konstruiert und einmal das, was einschnappen soll. Das sind diese drei Teile. So. Ich schiebe einmal einen weg. Dieser Schnapper, der sich hier befindet, wir gucken einmal von der Seite drauf, dann schieben wir das einmal hier nach vorne, das wird ja hier hinten, am Fenster wird das anliegen. Und jetzt sieht man das, wenn wir mal durchs Bauteil durchgucken, wenn wir den verschieben, dann ist hier der Schnapper, der hier hoch und runter schnappen kann und das wird der Drucker wahrscheinlich nicht so gut hinkriegen, dass er hier einrastet. Deswegen werde ich diesen Schnapper nicht berücksichtigen. Der wird dann verschwinden. Oh, jetzt habe ich den falschen verschwinden lassen. Einen Augenblick. So. Den wollte ich verschwinden lassen. So. Und jetzt kommt das hier ins Spiel. Da der Schnapper ja nicht mehr da ist oder wahrscheinlich nicht funktionieren wird, wird man einfach diesen hier drüber schieben und dann oben mit der Klemmschraube wird man das dann klemmen können. Da kommt eine M3 Zylinderkopfschraube rein und dann ist so der Plan, dass das dann geklemmt wird und dann somit hält. Hier unten habe ich einen kleinen Übergangsradius eingefügt, damit wir keine Sollbruchstelle haben. Aber da werde ich mal gucken, wie das sich dann verhält, wenn es fertig ist. So, jetzt wisst ihr ungefähr, wie es funktionieren soll oder so, wie ich mir das gedacht habe. Und jetzt können wir auch direkt in den Slicer wechseln oder Slick 3R. Ich habe persönlich den Prusa Slicer mir mal installiert, weil ich den noch nie benutzt habe und den werde ich jetzt am besten verwenden. So, da sind wir jetzt auch schon in unserem Slicer.
Jetzt haben wir natürlich folgendes Problem. Der will das hier so drucken. Und das Problem, was ich jetzt damit habe, ist natürlich so ein Stabilitätsproblem. Und zwar gucken wir jetzt mal hier, diese einzelnen Layer, der schichtet die hier alle so schön aufeinander. Und hier kann das natürlich ganz leicht, ganz schnell brechen. Und damit das nicht passiert, drehen wir das Teil. Und bis jetzt habe ich das immer mit dem Blender praktisch immer schon auf die Seite gelegt, auf die ich das haben wollte beim Drucken. Nur der neue Prusa-Slicer, der hat jetzt so eine Funktion. Da klickt man einfach hier drauf, kann sich dann die Fläche aussuchen, wo er drauf drucken soll. Dann nehme ich mal diese Fläche und dann passt das so schon. Auf der Fläche liegt das dann auf. Dann können wir das Ganze einmal durchrechnen lassen mit meinen Einstellungen und dann passt das. Das können wir so direkt drucken. Und wenn wir jetzt schon in der Vorschau hier gucken, sieht man, glaube ich, schon, dass da Radien entstehen werden. Ja, und das ist, glaube ich, doch ganz gut, dass wir das Klemmstück mit konstruiert haben. Aber jetzt will ich nicht großartig labern. Jetzt packen wir das Ganze mal direkt auf den Drucker und gucken, ob es funktioniert. Am Drucker angekommen können wir sehen, dass wir jetzt nichts sehen, weil der erste Layer ziemlich schmal geworden ist, damit das Material besser auf dem Blue Tape exkludiert wird. Aber der Druck ist natürlich zum Ende hin perfekt geworden, so wie ich mir das vorgestellt habe, was bei so einem Teil jetzt natürlich keine Kunst ist. Dennoch ist es schön zu sehen, dass ein Druck mal beim ersten Anlauf einwandfrei funktioniert und nicht 5000 Mal neu gestartet werden muss. Nachdem ich jetzt beide Teile vom Druckbett entfernt und dann geratet hatte, habe ich auch schon feststellen müssen, dass sie wunderbar ineinander passten. Damit die Klemmschraube das Material nicht zu stark auseinanderdrückt, habe ich das Kernloch mit einem 2,5 mm Bohrer nochmal schön aufgebohrt und dementsprechend eine M3-Zylinderschraube auf die passende Länge abgesägt. Hier sehen wir jetzt mal beide Teile, die ich habe. Einmal das Originalteil mit der Verzahnung, das gedruckte Teil. Das war jetzt mal 2 Wochen schon im Einsatz gewesen, um zu gucken, ob das alles hält, um euch auch zu berichten, ob es jetzt wirklich was taugt oder nicht. Und es funktioniert auf jeden Fall. Hier sieht man den Eindruck von der Klemmschraube, da wo die Klemmschraube reingedrückt hat. Und das ist hier ein bisschen runtergekommen. Jetzt weiß ich nicht, ob es jetzt daran liegt, weil es hier PLA ist und die Sonne drauf geballert hat. Dass es einfach Temperaturverzug ist oder ob das Teil, was jetzt hier vorne drauf kommt, ob das jetzt diesen Verzug verursacht hat. Aber rein technisch funktioniert das. Ich montiere das eben und dann zeige ich euch das mal eben. Hier sehen wir mal im montierten Zustand, wie das ist. Schön fest. Und hier zum Vergleich das gedruckte Teil und das funktioniert auch einwandfrei. Die Schraube, die kann man jetzt hier, wie gesagt, jetzt nicht, muss man jetzt nicht mega fest anballern, aber die könnte man jetzt auch hier lösen, kann das abziehen. Das funktioniert einwandfrei. Opa. So, wieder drauf machen. Das würde auch so halten, nur man kann das jetzt nach vorne abziehen. Und dafür war das Klemmstück ja gedacht. So, Klemmstück drauf. Dann die Schraube hier leicht an, dass man das nicht mehr abziehen kann und dann ist gut. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Ihr dürft den Kanal gerne kostenlos abonnieren, aktiviert die Glocke, um in Zukunft kein weiteres Video zu verpassen. Und dann würde ich mal sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Auf Wiedersehen. Ja.